Hallo, ihr seid ja auch noch da. Das trifft sich gut, denn heute möchte ich mich mit euch über Cybermobbing unterhalten. Cybermobbing? Hä? Was ist das denn? Cybermobbing besteht aus zwei Wörtern. Cyber, das steht dafür, dass etwas im Computer hergestellt, konstruiert oder verbreitet wird. Und Mobbing. Vielleicht haben die einen oder anderen von euch schon mal das Wort Mobbing gehört und wissen, dass es sich dabei um eine besondere Form des Ärgerns handelt. Um genau zu sein, eine besonders niederträchtige Form des Ärgerns. Eine besonders gemeine Form des Ärgerns, die nicht nur ein- oder zweimal passiert, so wie das zum Beispiel auf dem Schulhof dann und wann üblich ist, sondern es ist eine Form des Ärgerns, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Stellt euch also vor, ihr kommt zur Schule und ihr wisst, ihr braucht nur dem oder derjenigen über den Weg laufen und ihr werdet sofort wieder gehänselt, bekommt einen blöden Spruch oder ihr werdet auch von einer Gruppe zum Beispiel die ganze Zeit ausgeschlossen. Egal was ihr anstellt, egal wie viel Mühe ihr euch gebt, nett zu sein, freundlich zu sein, auf andere Kinder oder auf andere Menschen zuzugehen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr werdet einfach ausgeschlossen. Runtergemacht, runtergeputzt, ja, und seid das fünfte Rad am Wagen. Cybermobbing ist das gleiche Prinzip, es ist die gleiche Form des Ärgerns, aber sie vollzieht sich, wie der Name schon sagt, Cybermobbing über das Internet. Das heißt, es ist eine Form des Mobbings, wo andere Menschen, wir sprechen heute vor allem über Schülerinnen und Schüler, auch gehänselt werden, und zwar indem ihnen Nachrichten geschickt werden über das Smartphone, über Computer, über Tablets und die dann auf ihrem Endgerät, also zum Beispiel auch auf einem Smartphone oder auf einem Tablet, auftauchen. Naja, und den betroffenen Empfängern eine ziemlich unangenehme, schlechte Zeit bereiten. Stellt euch das mal vor, andauernd klingelt euer Handy oder ihr guckt in das E-Mail-Postfach oder ihr geht in ein soziales Netzwerk. Das kann zum Beispiel Facebook oder auch TikTok oder ähnliches sein. Und dort bekommt ihr andauernd zu lesen, ihr seid zu dick, ihr seid zu dünn, ihr seid zu doof, ihr seid weiß der Geier was auch immer. Und es wird immer schlimmer. Es hört nicht auf. Andauernd kommen solche Nachrichten. Davon sind in Deutschland ziemlich viele Kinder betroffen. Und die Meldung darüber, wie viele Kinder davon betroffen sind, ging neulich durch die Nachrichten und war abends zum Beispiel in der Tagesschau zu sehen. Wisst ihr, wie viele Kinder betroffen sind? Wenn nicht, ratet einfach mal und eure Eltern, die hoffentlich mitgucken, können gleich mitraten. In Deutschland sind es 2 Millionen Kinder. Ja, ihr habt richtig gehört, 2 Millionen Kinder, die von Cybermobbing betroffen sind. Das ist eine riesig große Zahl. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, über dieses Thema zu sprechen. Und damit ihr wisst, wen ihr bei uns an der Schule ansprechen könnt und wen ihr darüber hinaus noch ansprechen könnt, nehme ich dieses Video auf. Das könnt ihr euch jetzt in Zeiten von Distanzunterricht und von Corona-Maßnahmen angucken. Aber ihr könnt mich natürlich jederzeit, wenn ihr in der Schule seid, ansprechen. Ihr könnt mich auch sonst anschreiben oder wenn ihr wollt, auch anrufen. Und dann können wir uns darüber unterhalten. Und wenn irgendwann mal wieder ein richtiger Schulbetrieb losgeht, dann können wir uns hoffentlich auch mal in eurer Klasse oder von mir aus auch gerne in eurer OGS-Gruppe über dieses oder ähnliche Themen unterhalten. Also, mit wem könnt ihr an der Schule wohl sprechen? Na klar, mit mir. Logisch, ansonsten würde ich das Video nicht machen. Aber ihr könnt euch grundsätzlich an alle Erwachsenen wenden, wenn ihr eine Frage dazu habt. Oder wenn ihr vielleicht Ängste und Sorgen habt, weil euch dieses Thema betrifft oder weil ihr vielleicht auch merkt, es betrifft eine Mitschülerin oder einen Mitschüler von mir. Da wird jemand zum Beispiel in einer WhatsApp-Gruppe die ganze Zeit ausgeschlossen, darf einfach nicht dazugehören. Oder ihr bekommt mit, da werden andauernd Nachrichten verschickt, die so ähnlich klingen wie gerade. Du bist zu dick, du bist zu hässlich, geh doch sterben. Moment mal, habe ich gerade geh doch sterben gesagt? Ja, leider gibt es auch solche Nachrichten und leider gibt es auch schon solche Nachrichten an Grundschulen und deshalb gibt es schon eine ganze Reihe von Grundschülerinnen und Grundschülern, denen es auf gut Deutsch richtig beschissen geht.
weil sie solche Nachrichten bekommen. Normalerweise sage ich solche Worte nicht, aber im Zusammenhang mit Cybermobbing kann man, glaube ich, nicht klar genug sein. Ja, das ist beschissen, wenn ein Kind so hässlich geärgert und gedemütigt wird. Und wie ihr aus dem Unterricht wisst, Kinder haben Rechte. Und diese Rechte könnt ihr einfordern und könnt euch, wie gesagt, an jede Lehrerin und jeden Lehrer, an OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch an Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter und natürlich an Herrn Basem oder an mich wenden, wenn ihr dazu Fragen oder Sorgen habt. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wenn man das Thema nicht in der Schule besprechen möchte. Zum Beispiel gibt es die Nummer gegen Kummer. Da könnt ihr ganz einfach anrufen und am anderen Ende der Leitung sind Fachleute, die euch erstens gerne zuhören und zweitens gut Rat geben können. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Einrichtung wie U-Port. Da könnt ihr euch auch hinwenden an Fachleute, die aber nur unwesentlich älter sind als ihr. Sprich, da handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene. Und ich habe mir sagen lassen, für manche Kinder ist das ein ganz willkommenes Format, weil sie lieber nicht mit älteren Leuten sprechen, sondern am besten noch mit Leuten, die nur unwesentlich älter sind als sie und die ihnen sozusagen auf Augenhöhe Rat geben können. Ja, falls eure Eltern mitschauen und sich gerade fragen, wie kann ich denn erkennen, dass mein Kind vielleicht auch mit Cybermobbing zu tun hat und schlimmstenfalls davon betroffen ist? Da gibt es eine ganze Menge Anzeichen, die zumindest stutzen lassen sollten. Zum Beispiel, wenn sich ihr Kind häufiger zurückzieht, nicht mehr so gerne mit ihnen redet, generell weniger über die Schule redet. Naja, aber das sind keine eindeutigen Anzeichen, sondern das trifft auf eine ganze Reihe von Kindern zu. Aber auch sie können sich Rat suchen. Zum Beispiel beim Ratgeber Schau hin, auf den ich sehr gerne verweise, weil es dort eine Menge Angebote gibt, sich mit der Thematik näher zu beschäftigen. Und natürlich können Sie sich bei Fragen auch gerne an mich oder an andere Menschen an der Schule wenden. So viel von mir heute zu diesem Thema, das ich eher kurz und knapp gehalten habe. Nicht zuletzt deshalb, weil mir ein sehr freundlicher Mitschüler aus dieser Schule bestätigte, Herr Wanzek, deine Videos haben viel zu wenig Effekte, die sind langweilig. Also, dieses Mal ein bisschen kürzer, leider relativ wenig Effekte. Doch, das nächste Video, da soll es um Computerspiele gehen und da habe ich entsprechenden Schüler schon eingeladen, mir dabei zu helfen, dass das Video noch viel effektbeladener und dann thematisch auch ein bisschen lustiger wird. Also, falls ihr Fragen habt, kommt gerne zu mir, kommt gerne und gut durch diese Zeit und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.